Die nun folgende Geschichte ist wirklich nichts für schwache Nerven. Mein Gast erzählt aus ihrem Leben, wie sie nach dem Tod ihres Papas, da war sie 16 Jahre alt, anfing zu ritzen. Viele junge Mädchen, immer mehr Jungs kommen auch dazu, machen das eine Zeit lang. Bei ihr war es so schlimm, dass sie jeden nur erdenklich freien Part ihres Körpers außer dem Rücken verletzt hat. Und es wurde so exzessiv, dass sie eingeliefert wurde in die geschlossene. Und es wurde immer schlimmer, sodass es nur noch einen Gedanken gab, wie kann ich mich selbst verletzen. Das war ein regelrechter Rausch. Dass es mal besser wird mit ihr, da hat keiner der Verantwortlichen irgendeinen Pfifferling draufgegeben. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat er auch keine Ahnung. Was weiß ich. Studiert noch Medizin, ja. Leidet. Das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal, wie abgedreht das war. Kannst du dich noch an deinen ersten Schnitt erinnern? Oder an deine erste Selbstverletzung? Man denkt ja immer an Schneiden. Ja. Wann ja. war das? Also es hat angefangen mit 16. Ne? 16 Jahre war ich. Das war, mein Papa gestorben ist, ganz plötzlich. Der war eigentlich so für mich die größte Stütze und mein Halt in meinem Leben. Und ja, dann standen wir da alle alleine, ne? Und, erstmal im Grab, ne? Ja, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Wir waren eine super Familie. Wir haben alle zusammengehalten. Es war super. Und dann bricht so ein wichtiger Mensch weg. Einfach urplötzlich. Ohne Verabschiedung, ohne irgendwas. Leider ist ganz alleine gestorben. Irgendwo auf einem Parkplatz, auf einem Rastplatz. Und das tut heute noch weh, aber ich weiß, ihm geht's gut jetzt. Ne? Und und dann bin ich so, ja, ich konnte mit meiner Trauer gar nicht umgehen. Ne? Ich konnte überhaupt nicht umgehen. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und meiner Mutter ging es sehr, sehr schlecht. Und meine Brüder, ich habe noch zwei ältere Brüder, die haben sich auch ihr Leben so aufgebaut, ne? und ich hatte so das Gefühl, jeder lebt für sich alleine. Mhm. Das war sehr schwer für mich und dann habe ich dann angefangen, ich weiß gar nicht genau wie, aber ich habe dann einfach mal angefangen, so, ja. Du saßt zu Hause und, und hast einfach... Hat dir das irgendjemand Ihnen vorgemacht? Nein, oder? Gar nicht. Ich wusste bis dato auch überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Keine Ahnung, ich hatte davon noch nie gehört. Also gar nicht. Ich weiß es nicht. Das war... Was hast du gemacht? Es gab diese Augenbrauen-Rasiermesser, damit habe ich dann angefangen. Ne? Dann habe ich erstmal so ganz leicht und... Am Arm. Ja, am Arm, genau. Würdest du sagen, das hat dir im ersten Augenblick, obwohl es ja schmerzt, geholfen? Ja. Inwiefern? Ich habe so das Gefühl gehabt, ich lebe noch. Und wenn ich das Blut sehe, dann lebe ich ja noch. Dann ist ja noch was in mir. Ne? Ich bin ja nicht tot. Und ich habe das Gefühl, der ganze Schmerz kommt dann einfach raus. Ne? Und er muss raus. Ja. Blieb es beim einen Mal? Nein. Also ich frage alles ohne Background-Wissen. Ja. Ne? Also wir kennen uns nicht. Mhm. Wie ging es weiter? Es hat sich dann immer mehr so
sobald irgendeine Kleinigkeit kam, irgendein Problem oder irgendeine Gefühlslage, mit der ich überhaupt nicht umgehen konnte, dann habe ich irgendwann zu Einmalrasierern genommen und auseinandergebaut und damit dann geschnitten. Blieb das lange unbemerkt? Ihr wart ja vorher eine intakte Familie. Ja, ich kann nicht genau sagen, wie lange, aber es blieb schon eine Zeit lang unbemerkt. Aber in der Schule haben dann auch meine Lehrer gesehen, da stimmt irgendwas nicht. Und im Sportunterricht hat man das dann, ich habe dann immer Schweißbänder oder irgendwas Langärmeliges gehabt, obwohl es knalleheiß war. Und ja. Hattest du Freundinnen? Ja. Hast du mit ihnen drüber gesprochen? Nein. Ist das so ein Prozess, bei dem den man für sich selbst macht und sich auch dafür schämt? Ja, sehr. Sehr. Ja. Ich konnte eine ganze Zeit lang nicht weinen. Also, ne? Ich habe es dann halt durch. Durch die Schnitte. Ja. Also das hört sich ja schon sehr exzessiv an. Ja. Wenn du ständig sagst, irgendwann gab es ja nichts mehr zum Abdecken, oder? Gar nichts mehr, nee. Dann wurde dann andere Körperteile auch mit? Alles, der komplette Körper, außer der Rücken, ja. Wann kam der Moment, wo du dachtest, das ist jetzt keine Hilfe mehr, sondern das ist Sucht? Das kam relativ spät, muss ich sagen. Also als ich darüber so nachgedacht habe, ich war ja auch in unzähligen Kliniken. Ich war ein Drehtürpatient. Ich kam rein, ich hatte Medikamente genommen, ich wurde fixiert, dann wieder raus, dann wieder Neustart, dann wieder rein. Immer mit Hoffnungen und. Immer, immer. Oder gingst du rein, um deiner Mutter einen Gefallen zu tun? Nein, nein. Ich bin. Könnte ja sein. Ja, nein, nein, ich war hilflos einfach. Ich wusste auch mit mir gar nicht mehr, was soll ich machen? Ich wusste keine Lösung mehr einfach. Ich konnte mich selber auch nicht aushalten. Das ging gar nicht. Das ging gar nicht und das hat sich richtig zur Sucht entwickelt. Und nachher wurde es dann, also habe ich dann diese Rasierklingen für Männer, diese Plättchen, haufenweise gekauft. Und damit, ja, mich verstümmelt, ne? Also richtig tief rein. Neben dem Aspekt des Schmerzes und der Wunde hat das ja definitiv auch einen suizidalen Charakter, oder? Ja, sehr oft, ja. Würdest du sagen, dass du auch immer wieder hofftest, dass es doch endlich vorbei ist? Ja. Hat dich deine Mama auch mal gefunden? Nein. Hast du dich selbst angewiesen? Ja, außer mit Anfang in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, da hat meine damalige Therapeutin gesagt, so, das geht nicht mehr, du musst da jetzt in eine Klinik. Und ich war, in dem Moment war ich sehr, sehr dankbar, dass ich da hingekommen bin. Und weil ich habe das Gefühl gehabt, okay, jetzt kannst du mal so ein bisschen durchatmen. Und ja. Muss man sich das so vorstellen, als ob da zwei Steffis in deinem Körper sind. Die eine sagt, schneid dich, verletz dich. Und der andere sagt, mach keinen Scheiß. Ja, aber die aggressive Steffi, die hat sehr, sehr, sehr oft überwiegt. Ja, also sehr, sehr oft. Und der war es auch scheißegal, was passieren könnte, das war Konsequenzen, alles war egal. Hauptsache. Ich bin kein Selbstverletzungsexperte. Deshalb mögen manche Fragen etwas plump daherkommen. Zum Beispiel die Frage der Sucht. War es so, dass du nach jedem Schnitt dachtest, wann setze ich den nächsten? Ja, oder ich konnte gar nicht mehr genug kriegen, ne? Das war dann wie im Rausch. Immer mehr. Und dann, wenn jemand gekommen wäre, oder es kam vielleicht auch jemand, der hätte dann eine blutüberströmende Steffi gesehen. Und du warst im Blutrausch. Ja.
Wenn du das heute hörst, schon mal ein ganz kleiner Vorgriff nach vorne, du machst es ja nicht mehr, aber nee. wenn du auf Leute triffst, die dir das mitteilen, was sagst du denen? Hört auf damit, Leute, das bringt nichts. Hätte ich zu dir gesagt, hör auf, Steffi, das bringt nichts. Was hättest du dann gemacht? Ja, vielleicht hätte ich dann gedacht, ja, okay. Schwätzt du nur. Ja, genau. Ja. Ja. Verpiss dich, ja. Ne, mal vorsichtig formuliert. Ja, so ungefähr. Aber ja, ich denke, ich würde dann sagen, wenn du es brauchst, dann mach es. Ja, aber denk vielleicht mal drüber nach. Über die Hintergründe, warum du es machst. Ist das Ziel der Selbstverstümmelung, ist das ein Suizid auf Raten? Dass man hofft, irgendwann erwischt es mich und ich habe Angst, den finalen Schnitt zu setzen? Mhm. Oder ist der Wunsch, ich möchte immer nur mir wehtun? Ich glaube, es ist eher mehr so ein Suizid auf Raten, weil es kann dann wirklich mal extrem schief gehen. Extrem schief, ja. Standest du kurz vor dem standest du kurz vor dem Tod? Ja, ich wurde auch schon reanimiert, mal. Werde ich gefunden? In der Klinik, da hatte ich dann auch irgendeinen so einen dissoziativen Krampfanfall gehabt einfach und bin dann mit dem Rettungswagen weggekommen und im Rettungswagen war ich weg, also kurz weg. Und alles fing an, als dein Papa verstarb. Ja. Gab es auch Menschen, die dir mit Liebe begegneten? Also Freunde, Freundschaften, Beziehungen? Und das darüber hinweg half? Oder die andere Seite könnte ja sein, du wurdest ausgenutzt oder auf der Suche nach Liebe, da ist man ja, oder nach Anerkennung und nach Frieden und schmerzfreie Zeit, ist man ja bereit für alles. Stimmt, ja. Oder sind viele bereit für alles? Ne? Also es gab Menschen, ne, die mir auch heute noch sehr, sehr wichtig sind und die mir auch, versucht haben zu helfen, aber mir konnte man nicht helfen in dem Sinn. Mir konnte man einfach nicht mehr helfen. Das heißt, du wurdest weggeschlossen? Ja. Ein Jahr lang in der geschlossenen Psychiatrie. Und dann wussten die Ärzte auch nicht mehr, was sie mit mir machen sollten. Weil du in diesem Jahr auch geguckt hast, wo kommst du irgendwo an Werkzeug? Oder spring von der Mauer oder irgendwo. Ich bin immer abgehauen da, ich habe immer versucht, da wegzulaufen, um mich irgendwie von Auto zu springen. Oder, also ich war richtig, ich wollte einfach nur sterben, ich wollte es nicht mehr. Also wird die Steffi fixiert? Ja. Und es ist so, wie man sich es vorstellt, im absoluten Horrorfilm? Ja. Da liegst du und schreist und... Ja, ja. Und du gibst alles, du willst das nicht, ne? Und wirst abgeschossen, dass du nur noch vegetierst. Ja. Wie kam es zur Veränderung? Ohne dass man jetzt, wir brauchen, also das reicht ja, das ist ja so, boah. Ja. Und wenn jetzt ja auch jemand zuhört, der sagt, shit, wenn ich meine Arme angucke, dann, oder meinen Körper, wie sieht denn das bei dir aus? Der Körper ist ja voller Narben wahrscheinlich, ja, oder? Ja. Wirst du darauf angesprochen? Ja, sehr oft, gerade weil ich im Krankenhaus auch arbeite. Und wir müssen ja kurzärmlich, also Kasachs tragen, haben mich Patienten, Mitarbeiter, alles schon drauf angesprochen, Ärzte. Die fragen dann halt einfach, was haben sie da mit ihren Armen da gemacht? War das ein Unfall oder sieht so aus wie eine Verbrennung? Dann sage ich, nein, war es nicht. Es war auch kein Unfall. Jeder Millimeter, ich frage dich jetzt nicht, zieh mal den Ärmel hoch, aber ist jeder Millimeter hier im Prinzip vernarbt? Ja, sehr. Okay. Wie kam es zur Veränderung? War es ein kleiner Sprung, aber es kommt bestimmt nochmal vor, das bewegt mich sehr, muss ich sagen. Ja, also nachdem halt... Fixiert, da waren wir gerade, genau, fixiert, rumgeschrien, abgeschossen, alles, ja. Medikamente. Ja, und die Ärzte haben dann auch gesagt, wir wissen nicht mehr, was wir mit ihm machen sollen. Ne? Keine Ahnung, ich hatte... Hoffnungslos. Hoffnungslos, total hoffnungslos. Ich war am Boden, ich war tiefer als der Boden. Und...
Dann habe ich gesagt, ihr könnt mich nicht wieder zurück in die Wohnung bringen, weil dann sterbe ich mit Sicherheit. Das kann, da gebe ich euch Brief und Siegel für, dann sterbe ich. Ich möchte raus hier, ich möchte woanders hin, ich möchte in ein betreutes Wohnen. Ja, und dann... Haben die sich darauf eingelassen, ja? Ja, die wussten ja auch nicht mehr, was sie machen sollten. Also entweder Langzeitpatientin? Ja, oder... Immer fixiert? Ja. Hattest du den Wunsch, ich formuliere es mal anders, hast du gedacht, denen laber ich was jetzt ins Ohr und dann, wenn ich draußen bin, kommt der finale Sprung? Mhm. Oder hast du gedacht, ich möchte es nochmal versuchen? Mhm. Was war's? Ich möchte es versuchen. Wie kommt es? Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, das mir gesagt hat, wenn du das tust, dann glaub mir, es wird besser. In dir war das? In mir war das, ja. Es war. Da kam auf einmal die aggressive Steffi, wurde etwas leiser und die Steffi, die eine Sehnsucht nach Leben hatte und nach Veränderung, die kam zum Vorschein. Ja. Und du dachtest, ich will es nochmal versuchen. Ja. Ich hab, also genau das Gegenteil. Ja, das ist krass. Ja. Ich hab diesen Strohhalm versucht zu greifen, ne, und habe gedacht, okay, letzte Chance, ne? Allerletzte. Dann haben sie dich entlassen oder überwiesen. Ja, also die haben dann den Kontakt hergestellt zum Haus in Nümbrecht. Genau, und dann kamen zwei sehr nette Leute von dem Haus, die mich begutachtet haben dann auch und die gesagt haben, dieser Frau müssen wir helfen, ne? Die müssen wir aufnehmen. Ja, und dann bin ich da hingezogen. Wird es besser? Also der Wunsch, du merkst ja, ich bin eine platte Fragerei. War der Wunsch, sich selbst zu verletzen, geringer? Also ich hatte ja dann einen Aufnahmetermin, wann ich da hingehen konnte und musste so lange natürlich auf der Geschlossenen bleiben. Mhm. Und da ging es tatsächlich und dann habe ich mich auch nicht mehr selbst verletzt, bis ich dann da hingezogen bin. Auch in die, also die hatten, haben halt auch einen geschlossenen und einen offenen Bereich. Und du gingst erstmal in den geschlossenen? Erstmal in den geschlossenen, genau. Hatte aber mein eigenes Zimmer mit Bad und auch Gitter vor den Fenstern, aber es war okay, ich kannte es ja nicht anders. Ne? Ja, und dann habe ich nochmal versucht, das eine oder andere. Das eine oder andere, genau, auch zu strangulieren, alles, ne? Ja. Oh, jetzt rede ich mal kurz als Papa. Wie ging es denn deiner Mama da? Oh ja, also der Kontakt war sehr schwierig in der Zeit überhaupt auch. Ich habe halt auch diverse Sachen auch noch in der Klinik erlebt, einfach die sehr, sehr weh getan haben. Und Was heißt das? Also wir hatten halt damals einen Patienten gehabt, der kam über Nacht und ich war in einem Kamerazimmer, also da war so eine Kamera und mit zwei anderen Frauen noch. Er war zu dritt in diesem Raum? Genau, zu dritt in diesem. Fixiert? Nacht. Nee, da war ich nicht fixiert. Mhm. Ich hatte aber die Gurte am Bett und durch die Medikamente schlafe ich. Ich war so, ich konnte gar nichts mehr. Klar. Ja. Und dann auf einmal ging das Licht an und irgendwie, ich hatte die Augen zu, aber es war komisch. Ich habe irgendwas an meinem Körper gespürt. Oh komm. Ja, und es war komisch und ich dachte, es ist schon so früh morgens, wecken die mich schon? Und dann habe ich die Augen aufgemacht und da stand ein Mann vor meinem Bett und fragte mich, ob ich mit ihm schlafen möchte und fing dann an, mich anzufassen und ich war keine Ahnung. Völlig Delirium. Gar nichts, ich konnte überhaupt nichts. Klar. Ich hatte ja auch noch die Medikamente, ich dachte, das ist irgendein Film oder was hier, ne? Oder ja, klar. Geht gar nicht. Mhm. Und das ist alles auf Kamera gelaufen. Und ich war total perplexed.
Und ich konnte auch nicht schreien, ich konnte gar nichts. Ich habe geweint. Geweint habe ich. Da habe ich angefangen zu weinen, ja. Ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein. Warum? Warum in einer Klinik in einem geschützten Bereich, wo man doch eigentlich Sicherheit hat, haben sollte? Zog das Konsequenzen hoffentlich nach sich? Na, die haben den nur auf eine andere Station verlegt, ne? Und ja. Ich habe dann halt eben irgendwann im Nachhinein erfahren, dass er dann irgendwie auch ins Krankenhaus gekommen ist, weil es ihm so schlecht ging, und dann ist er wohl an seinen somatischen Folgen irgendwie gestorben. Okay, du liegst im Krankenhaus. Da ist ein kleiner Docht, der anfängt zu schwelen, mehr nicht. Ja, ich bin ja dann in dieses Haus da gezogen. Okay, nochmal zum Verständnis. Dieser Typ war in der anderen Klinik, nicht in dem Haus, wo du warst. Nein, nicht in dem Haus. Nein, okay. Das war halt das war eine kurz Episode, bevor ich, eine Episode, genau. Eine schlimme Episode. Ja, genau, die noch dazu beigetragen hat. Ja. Okay, klar. Mhm. Dann war es in dem Haus. Genau, und da... Reden wir mal über was Besseres. Du sitzt ja hier und lachst. Ja. Ja. Aber man kann das Schlechte nicht streichen. Das geht nicht. Wäre schön, aber... Ja, es ist da. Aber ich glaube, dann wäre man auch nicht der Mensch, der man jetzt ist. Ne? Erzähl uns mal. Wie wurdest du zu dem Mensch, der jetzt vor mir sitzt? Ja, ich bin dann in dieses Haus gezogen und... Hab gedacht, für mich gibt es auch irgendwie hier keine Hoffnung. Und habe dann auch immer wieder Sachen probiert. Immer wieder. Und bis dann eine Betreuerin gesagt hat, hör mal, wir sitzen uns alle, Frau Becker, fahren Sie doch mal in die KFO, in den Gottesdienst. Gucken KFO Sie sich heißt? In die Kirche vor Oberberg. Es gibt ja Zuhörer, die sind jetzt nicht gerade von Gummersbach. Ah, okay, ja. Ja. Chile. Okay. Ja. Okay, in Nordrhein-Westfalen. Ja. Gummersbach in Nordrhein-Westfalen, ja. Das wollte ich sagen. Okay. Genau, und du hast das gemacht? Ja, ich dachte, ja, was soll ich da? Ne? Also mit Gott hatte ich sowieso schon dreimal abgeschrieben. Wie soll der mir jetzt noch helfen, ne? Gab es denn mal eine Zeit, in der du an Gott glaubtest? Oder ja. Bevor mein Papa gestorben ist. War ich auch Messdiener gewesen, also katholisch halt. Mhm. Ne? Okay. Ja. Und dann fuhrst du in die Halle 32 in Gummersbach in Nordrhein-Westfalen. Genau. Was ist da passiert? Da habe ich mir den Gottesdienst angeschaut. Ne? Ich saß dann so ziemlich weit hinten auch. Ich dachte mir, was ist das hier? Das ist doch keine Kirche. Was ist das hier, ne? Also, wollt ihr mich jetzt veräppeln oder was? Moment. Ne? Ja. Ich dachte, nee. Das sind die Leute in den weißen Gewändern. Ja, genau. Messdiener. Ja. Oder wo ist der Kelch und diese goldenen Sachen, die man da so, genau. Wer schwingt? Ja, genau, Weihrauch, alles so. Ja. Wo ist die Orgel? Ja, aber Rauch gibt es ja in der Halle 32. Ja, das stimmt. Nur keinen Weihrauch. Nein, kein Weihrauch. Das ist eine Nebelmaschine. Ja. Und dann war ich, dann saß ich da und dachte, boah, okay, krass, das hat mich jetzt berührt, ne? Also ich habe die Predigt gehört und ich habe zugehört. Ich dachte mir, ja komm, der erzählt doch wieder irgendwas von der Bibel und bla 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 bla. Und dann nimmt er ja auch so Alltagssituationen und verbindet das und verknüpft das. Und dann dachte ich mir, verdammt, was ist denn da jetzt los? Was passiert denn jetzt hier gerade? Was ist los hier? Was ist mit diesen Lobpreisliedern? Warum berühren die mich? Also ich saß manchmal da und fing an zu weinen und bekam Gänsehaut. Und ich wusste gar nicht, was ist jetzt gerade, warum? Also das kann aber jetzt nicht sein. Das geht gar nicht. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht gehst du da mal öfters hin, ne? Dann war der Gottesdienst vorbei.
Und du fuhrst wieder zurück? Ja. In dieses Haus, in die geschlossene. In die geschlossene? Ja. Und habe nachgedacht. Über alles. Und da bist du das nächste Mal wieder hin oder hast du da in dieser Krankenschwester oder Pflegerin einen Ansprechpartner gehabt? Ja, auch, aber ich bin dann halber selber halt auch immer dahin gefahren. Ne? Also so, ja, und habe mir das da immer wieder angeguckt. Und immer noch selbstverletzend und immer noch. Ja, aber nicht mehr so schlimm. Also irgendwas hat in mir, in meinem Kopf irgendwie einen Schalter umgelegt, was gesagt hat, dann nein, hör auf damit. Was das? Und das kostet und das konntest du dann so einfach? Es war schwierig, aber ich habe es sehr, sehr schnell sein lassen, ja. Komplett? Ja, komplett. Fiel das auf? Ja. Steffi, warum ist das bei dir so? Haben sie dich gefragt. Ja, fragen die mich auch noch heute, wie kannst du da, wie bist du da rausgekommen, ne? Und wie war der Prozess des Rauskommens? Das interessiert mich jetzt echt. Ich bin dann immer wieder in die Halle 32 gefahren und habe da auch Kontakte geknüpft. Dann bin ich mal zu Colorbird gefahren, zu diesem Frauen-Event, nur für Frauen. Und habe da auch Menschen kennengelernt, die so positiv sind und die so eingestellt zum Leben sind. Das konnte ich gar nicht so begreifen, das konnte ich gar nicht verstehen, weil ich das nicht kannte. So. Und dann habe ich mich da sehr wohl gefühlt und habe Kontakte geknüpft. Das ist total super. Immer noch Distanz zu diesem Jesus und Gott, den du da gehört hast, oder? Ja, also es war immer mal schwierig. Ne? Also ich dachte, ja, okay, das macht ja alles, das macht ja Sinn irgendwie, manchmal, nicht immer, manchmal. Aber ich war auch skeptisch, muss ich sagen. Ich war auch irgendwie skeptisch. Ich habe gedacht, ist das jetzt eine Sekte hier? Was ist denn das jetzt hier? Ne? Und meine Familie auch. Also meine Mutter sagte dann, ja, pass auf, nicht, dass du da in eine Sekte gerätst. Ne? Und ich so, ja, könnte, ja. Aber nein, ne? Nein. Mm-mm, das ist es nicht. Ja, und dann habe ich irgendwann einen Traum gehabt. Das ist, ja, keine Ahnung, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich habe so eine innere Stimme gehabt irgendwie, die sagte, lass dich taufen. Und ich so, na, warum soll ich mich jetzt taufen lassen? Wieso soll ich mich taufen lassen, wenn ich noch gar nicht glaube? Ja. Und und dann habe ich einen Traum gehabt. Und in diesem Traum hatte ich das Gefühl, du lagst da? Und hatte dann, irgendeine Person, ich kannte sie nicht, hat mich gefragt, was soll auf deiner Taufkerze stehen? Ich so, hä? Taufkerze? Wofür? Taufkerze. Ich bin schon getauft. Ja. Und dann habe ich aber, im Traum habe ich gesagt, und das ist komisch, aber ich habe im Traum gesagt, auf der Taufkerze soll stehen für das Leben. Für das Leben. Und dann bin ich aufgewacht und dachte mir, ja, genau so ist es. Genau so. Dann machst du auf und denkst, jetzt ist es soweit. Ja. Ich muss dazu sagen, in der Zeit ist auch noch meine Oma gestorben, die auch sehr, also ein sehr wichtiger Mensch auch für mich war und die immer auch immer da war. Und als sie in Sterben lag, war ich sehr, sehr traurig, aber ich habe auch schon da einfach, ich habe Lobpreislieder angemacht. Das gibt mir Trost, das gibt mir Halt. Und dann habe ich auch von ihr geträumt. Und dann habe ich geträumt, sie saß zu Hause, also wo sie gewohnt hat,
in ihrem Sessel, wo sie immer saß, und hat mich angelacht und hat gesagt, sei nicht traurig, Steffi, ich bin jetzt bei Gott. Das war's. Seitdem habe ich auch nie wieder, also und seitdem habe ich aber so einen totalen Frieden damit. Weil ich weiß, diese Menschen, die sind bei Gott, denen geht's gut. Und ich möchte diesen Frieden auch haben. Also diesen, ne? Das war seinerzeit dein Wunsch, genau. Dass du sagtest, ich will diesen Frieden auch haben. Ja. Hast du ihn? Ja. Wie kam es dazu? Ich habe mich dann taufen lassen. In der Halle 32. Vor einem Jahr. Und, Taufe ist ja so, vor allem dort ist ja auch das so ein Bekenntnis. Du wirst, glaube ich, gefragt, ob du an Jesus glaubst und an den Vater und Sohn und Heiligen Geist. Mhm. Und dann brauchst du eine Antwort. Und die können von dir wahrscheinlich, so schnell kommt man gar nicht hören, oder? Ja. 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 Und dann ging es unter das Wasser. Mhm. Das war der Hammer. Das, ich habe jetzt noch Gänsehaut. Das ist. Es ist wie ein neues Leben. Das ist krass. Das, jedem, dem ich das erzähle, der sagt: Ja, du spinnst doch. Ich sage: Doch, das ist so. Jetzt kommt natürlich die Mutter aller Fragen. Ne? Hast du dich seitdem nochmal selbst verletzt? Nein. Gar nichts mehr. Auch kein Suizid, gar nichts. Und keine Sekte? Nee. Nee, definitiv nicht. Wer ist Jesus für dich, Steffi? Ein schützender Begleiter, der die Hand über einen hält, der einen in den Arm nimmt, wenn man traurig ist und sagt, es geht weiter. Denkst du noch oft an die Zeit in den Kliniken? Ja, manchmal schon. Wird das dann auch so übermächtig, so wie so ein schwarzes Tuch, das da auf dich zurollt? Dass es dich nach unten zieht? Ja, aber ich gucke eher mit Abstand da drauf. Ne? Also ich habe, ich sehe diesen Film dann oder diese Bilder und denke mir, okay, ich musste da wohl mal durch. Den Sinn habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber ich denke, den werde ich auch irgendwann noch verstehen. Eventuell. Das heute zählt. Heute bist du schnittfrei. Ja. Durch Jesus? Ja. Ja, ganz klar. Ja. Jetzt frage ich wieder als Papa. Mit deiner Mama kannst du darüber reden, oder? Ja, jetzt mittlerweile schon. Wird langsam besser, oder? Ja, das schon. Also ich liebe meine Mutter. Ne? Ich mag sie mit allen ihren Ecken und Kanten. Ja. Die haben wir ja alle. Genau. vielleicht findet sie auch so ein bisschen Ruhe und Frieden so mit sich und mit den Problemen, die sie jetzt momentan hat. Und So die Abschlussfrage jetzt, bevor meine vier eigentlichen Abschlussfragen kommen. Wenn du da gefragt wirst, sprichst du dann auch über Jesus und über das Wunder, das er an dir vollbracht? Ja. Ist ja ein Wunder. Ja. Ne? Also wenn jemand hier dauernd guckt, wo kann ich mich jetzt irgendwie... Ja. Das ist, du liebst das Leben, so kommst du rüber. Ja, und sehr. Und vorher hast du das Leben gehasst. Ja. Das ist 180 Grad. Ist unglaublich. Ja. Gott sei Dank. Ja. Ich bin so froh. Und wenn dich einer fragt, dann hältst du nicht in den Berg, sondern sagst so alles. Genau. Ja, warum sollen wir da auch in den Berg halten? Ne? Also, hier sind die Fragen. Mensch, Steffi, das ist die Geschichte geht mir unter die Haut, ganz ehrlich. Muss ich sagen. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, und wenn ja, warum? Gänsehaut. Ich habe tatsächlich die Bibel mehrmals gelesen. Also, okay. Ja, genau. Und lese auch immer wieder mal drin, ne? Also immer. Du liest in der Bibel? Genau. Ja. Aber das ist eigentlich so das einzige Buch. Sonst habe ich immer alle Bücher immer nur einmal. Gut. Ja.
Wozu kannst du heute leichter, Frage 2, heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren? Manchmal 5 Mal nicht sagen. 21 minus 5, 2016. Du bist ja 2018, wenn ich es richtig gehört habe, 17, 18 war es in der geschlossenen fixiert. Genau. Mhm. Also wozu kannst du heute leichter Nein sagen? Die Frage erübrigt sich, Meierhöfer. Ja, mich nicht umzubringen, ne? Also, ja, genau. Ja. Und mir nicht selber weh zu tun. Ja. Und die nächste Frage, die können wir im Prinzip auch überspringen, nämlich die Überzeugungen, Verhaltensweisen und so weiter, haben dein Leben am meisten verbessert? Jesus, ja. Ja, Jesus, ne? Ja, definitiv. Ich kann mir das vorstellen, was aufs Plakat kommt, ich frage dich aber trotzdem. Für das Leben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst der Steffi dicke, fette Daumen. Teilt den Film. Eröffnet ein Verständnis dieser Film und öffnet auch einen Weg hin zur Heilung. Durch Jesus. Absolut. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen. Nochmal die Erinnerung. Daumen hoch. Fett, fett, fett. Und nächste Woche gibt es einen neuen Film. Bis dahin, bleibt gesund und werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss. Tell me, tell me, tell me.